Hallo, ich möchte heute was erzählen. Und zwar, ich war neulich auf Social Media unterwegs und dann habe ich einen Post gesehen. Da ging es darum, um eine Verschwörungstheorie. Und es ging mir jetzt gar nicht um das Thema Verschwörungstheorien, mir ging es um die Kommentare, die darunter standen. Ich habe mir das spaßeshalber mal angeguckt und habe mir die Kommentare durchgelesen. Dann kam irgendwann ein Kommentar, der sich kritisch geäußert hat, der eine andere Sichtweise hatte. Und es wurde nicht auf seine Argumente eingegangen, sondern es wurde sofort beschimpft, teilweise wirklich aufs Übelste. Und ich erlebe das ja auch bei anderen Themen. Das muss ja nicht nur eine Verschwörungstheorie sein. Ich meine, die hat Konfliktpotenzial, das ist mir bewusst. Aber grundsätzlich erkenne ich nicht nur auf Social Media, auch so im Allgemeinen, der Umgang zwischen den Menschen, der ist manchmal oder sehr häufig leider nicht mehr offen, sondern jemand äußert eine gegenteilige Meinung und anstelle argumentativ damit umzugehen, wird direkt beschimpft und teilweise auch beleidigt. Und das finde ich schlimm. Und ich habe mich auch gefragt, woran liegt das? Und für mich ist ganz klar, da spielt das Ego eine große Rolle. Wenn mein Ego sehr aufgebläht ist, dann werde ich eine andere Meinung, eine andere Sichtweise nicht zulassen, denn ich werde diese andere Meinung immer als Angriff auf mich sehen. Mein Ego wird es immer als Angriff werden. Eine andere Meinung ist eine Gefahr für meine Meinung. Deshalb muss sie bekämpft werden. Ich bin nicht in der Lage, wenn mein Ego zu aufgebläht ist, eine andere Meinung einfach mal als Take of Point zu nehmen und zu sagen, okay, gibt es da irgendwas, wo ich vielleicht meine Meinung wiederfinde, wo ich sagen kann, ja, das ist ein interessanter Ansatz, das müsste ich vielleicht auch mal reflektieren. Das findet nicht statt. Und ich würde mir wünschen, dass wir Menschen einfach wieder mehr miteinander reden, anstatt übereinander. Dass wir unser Ego zurückfahren und gucken, okay, finde ich in der Meinung des anderen etwas, was ich auch interessant finde, worüber ich auch mal nachdenken kann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ganz einfach sagen, okay, let's agree to differ. Ja, lass uns einig werden, dass wir uns nicht einig werden können. Aber das hat doch nichts damit zu tun, dass ich den anderen dann beleidigen muss, sondern ich kann eine andere Meinung akzeptieren. Es ist tatsächlich scheinbar unmöglich, aktuell in dieser Zeit andere Meinungen zu tolerieren, noch nicht mal zu akzeptieren, einfach nur zu tolerieren. Ja, und finde ich einfach ganz schlimme Entwicklung und ich finde, wir sollten alle dazu beitragen, das zu ändern. Ja, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, wenn euch das gefallen hat, das Thema. Gerne auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Und bis zum nächsten Mal.